Am 31. Oktober 2020 verlor die Welt eine wahre Schauspiellegende. James-Bond-Darsteller Sean Connery verstarb an diesem Tag im Alter von 90 Jahren. Eine Zeit lang war die Todesursache unbekannt. Seine Frau berichtete lediglich, dass Sean friedlich eingeschlafen sei. Die Online-Boulevardzeitung TMZ, die in Besitz seiner Sterbeurkunde kam, erklärte kurze Zeit später, woran der Schauspieler verstarb. TMZ zufolge soll Sean Connery einem Lungenversagen erlegen sein, das durch eine Lungenentzündung, sein hohes Alter und Vorhofflimmern zustande gekommen sei. Laut dem veröffentlichten Obduktionsbericht starb der gebürtige Schotte am 31. Oktober um 1.30 Uhr in seinem Zuhause auf den Bahamas. Vielen wird Sean Connery wohl als der einzig wahre James Bond im Gedächtnis bleiben. Er verkörperte den Geheimagenten ganze 7 Mal. Mit dem Debüt James Bond 007 Jagd Dr. No aus dem Jahr 1962 feierte er einen riesigen Erfolg. Es folgten mitunter Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger und Feuerball.